Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, dem Stempler. Heute gibt es auf Wunsch ein Projekt, und zwar hat sich jemand gewünscht, eine Milchtüte zu machen. Wie geht denn eigentlich eine Milchtütenverpackung? Und zwar eine allgemeine Anleitung, wie man denn die Maße rauskriegt und wie man dann weiß, was man falzt und so, dass man es eben auf seine eigenen Sachen anpassen kann, auf die eigenen Maße. Und das gibt's heute. Das ist nur mal ein Beispiel mit der Produktreihe Pfingstrosenpracht, weil ich damit einfach noch nicht, beziehungsweise Pfingstrosenpoesie, weil ich damit einfach noch nicht gearbeitet habe auf dem Kanal, aber ich habe auch ganz viele andere Projekte nachher noch da. Was heißt ganz viele, ein paar andere, die ich euch nachher noch zeige. Also bleibt wie immer bis zum Ende, da gibt es noch mehr Inspiration. Aber wir fangen jetzt einfach mal an. Und zwar habe ich mir gedacht, am meisten hilft es euch, wenn ich einfach einen Bogen Farbkarton nehme und den Vermilchtüte und einfach mal sage, wie man so auf die Maße kommt. Ich wollte hier einen etwas breiteren Boden haben, deswegen habe ich den Querkant genommen. Ihr könnt ihn aber auch Hochkant nehmen. Und dann müsst ihr auch gucken, was ihr verpacken wollt. Also ich glaube, die nette Dame, die mir geschrieben hatte, wollte eine Kerze verpacken. Da ist natürlich der traditionelle quadratische Boden gerade recht. Und dann muss man ausmessen, was die Kerze für einen Durchmesser hat oder was auch immer ihr da reinhaben wollt. Also ihr müsst eure Bodenlänge quasi, das hier ein Quadrat, müsst ihr die Bodenlänge irgendwie errechnen oder schauen. Ich habe einfach mal gesagt, nachdem das Ding hier 29,7 oder so groß ist, machen wir einfach mal 7 cm, das geht dann nämlich genau auf 28. Also falzen bei 7 und bei 14 und bei 21 und bei 28, also immer Vielfache von 7. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr am Ende eine Klebelasche übrig habt. Wie groß ist, egal. Ihr könnt jetzt zum Beispiel auch so nehmen und eine sehr hohe Box machen und dann zum Beispiel 5er Schritte, 15, 15, 20 und dann habt ihr 1 cm, ist ja 21 breit für die Klebelasche. Also ihr müsst es auf jeden Fall aufteilen in 4 gleich große Streifen und dann noch eine Klebelasche. Dann brauchen wir hier oben diesen Griff. Da müsst ihr einfach gucken, was euch sympathisch erscheint. Ich habe hier 1,5 cm genommen, das fand ich jetzt nett. Falls ich gerne hier drüben 1,5 cm. Da schaut ihr, was euch gut gefällt. Wenn die Box, wenn ihr die viel kleiner macht, dann ist vielleicht 1 cm schöner, das kriegt ihr dann selber hin. Also ich habe es bei 1,5 gefalzt und bei 8 cm. Das bestimmt, wie lang diese Schräge hier ist. Da müsst ihr auch einfach ausprobieren und gucken, was euch harmonisch erscheint. Also wenn man von der 8 die 1,5 abzieht, ist man ja bei 6,5. Also das ist hier bei mir 6,5 cm im Vergleich. Das hier sind 7. Also das ist vielleicht ganz harmonisch. Da müsst ihr einfach ein bisschen rumprobieren und gucken, wie euch das gefällt. Ich habe da auch 2, 3 verschiedene gemacht. Und dann braucht ihr noch einen Boden, der muss mindestens so groß sein wie die Hälfte eurer Länge. Also ich habe 7 cm, also brauche ich 3,5, kann ich hier auch drüben gerade noch so anlegen, beziehungsweise das wäre dann hier bei 17,5, so werde ich es einblenden, weil das einfacher zum Einblenden ist. Ihr merkt euch einfach, ihr braucht unten einen Boden, der muss mindestens die Hälfte sein von eurer Grundlänge, mehr ist besser. Ihr braucht oben ein bisschen was zum Eingreifen und dann noch diese Schräge. Da müsst ihr ein bisschen gucken, was euch harmonisch erscheint. Und der Rest, was übrig bleibt, ist dann eure Verpackung. Wie gesagt, da könnt ihr selbst spielen. Ich habe das einfach mal so gemacht, dass man hier möglichst wenig abschneiden muss und dass das so groß ist, quasi so groß, wie es geht. Ihr könnt es natürlich auch noch größer machen, aber da muss man dann anstückeln. So, jetzt seht ihr, hier oben ist der Eingriff-Dings, hier die Schräge, hier der Hauptteil und hier der Boden. Hier drüben ist die Klebelasche. Wir schneiden jetzt unten beim Boden diese Dinger hier ein. Und zwar von dieser Klebelasche, die können wir anschrägen, hier raus. Und was ich mache, ist, ich schneide einmal immer rechts und einmal links von der Falz. Ich schneide die Falz quasi raus, dann schließt sich es am Ende schöner. Also pro Dings 2 Schnitte. Eins, zwei. Und ich bin immer ganz bestialisch und reiße die einfach hinten ab. Die sind ja so dünn, das ist in Ordnung. Gut. Dann schnappt ihr euch ein Falzbein und falzt einmal alle Kanten durch. Also hier mache ich erstmal die. Ihr könnt es natürlich auch aus Designerpapier machen. Designerpapier hat den Vorteil, dass es ein bisschen größer ist natürlich. Da könnt ihr dann größere machen, aber natürlich auch kleinere, wie ihr wollt. Beim Designerpapier müsst ihr aufpassen, sehr vorsichtig falzen, weil es natürlich dünn ist. Aber das geht genauso gut.
Genau, ich habe einfach nur mal Farbkarton genommen, weil ich dachte, so ein A4-Bogen hat ja jeder zu Hause. Und wie gesagt, wenn ihr kleiner haben wollt, geht kleiner immer. Größer könnt ihr dann notfalls anstückeln. Wie gesagt, ihr könnt es so rumnehmen, ihr könnt es auch hochkant lenken, dann wird die eher länger. Die könnt ihr ja dann auch kürzen, aber halt schmaler unten. Da guckt ihr einfach, was euch so gefällt. So, und viel mehr ist es nicht. Jetzt nehme ich mir Abreißklebeband. Ich benutze gern trockenen Kleber für Boxen und Verpackungen. Beim Abreißklebeband weiß ich, das hält auch wirklich bombenfest. Ihr könntet auch den neuen Flink und Fix Plus nehmen, aber die habe ich noch nicht da. So, und ich mache einfach mal hier so ein bisschen auf die Klebelasche von dem Abreißklebeband. Eins und zwei. Und wenn ihr gut und sauber gefalzt habt, das liegt meistens einfach, wenn man ein anständiges Falzbrett hat und da dann gut anlegt, dann kann man das einfach so schließen und dann passt das hier perfekt. Und so ist dann eure Grundbox. Jetzt sucht ihr euch raus, wo ihr vorne haben wollt. Ich nehme hier ist die Klebelasche, also können wir das nach hinten nehmen, dann ist das hier vorne. Und dann kommt hier und auf diese, auf die vordere und auf die hintere Lasche, kommt auch ein bisschen Kleber drauf. Da könnt ihr, das könnt ihr jetzt einschmieren mit ein bisschen Flüssigkleber. Ihr könnt auch Abreißklebeband nehmen. Ich mache meistens tatsächlich gerne Mischung aus beiden, weil ich will, dass es sofort klebt. Dafür ist das Abreißklebeband gut. Aber nachdem ich nicht die ganze Lasche mit Abreißklebeband zukleben will, mache ich noch ein bisschen Flüssigkleber dazu. Hier einfach so. Das ist ein Trick aus dem Modellbau. Heißkleber und ein sehr starker Flüssigkleber verwenden, weil der Heißkleber klebt sofort und hält fest und dann hat der Heißkleber nämlich Zeit, der flüssige Kleber Zeit zu trocknen. So, und das dann einfach schließen. Ihr seht, bei mir ist jetzt ein mini bisschen Schlitz, deswegen besser größer als kleiner machen, aber das ist völlig in Ordnung. Da kann ich jetzt meinen Kleber ein bisschen reinstellen, der das platt drückt. So. Ihr könntet auch ein Fenster ausstanzen, das habe ich bei einer Verpackung gemacht. Das sollte man natürlich machen, bevor man das zuklebt unten. So, wo ist jetzt mein Vorne? Hier ist mein Vorne, weil hier ist der schöne Abschluss und dann ist die Klebelasche hinten. Und was man jetzt macht, ist einfach, man drückt das hier oben rein, drückt das zu. Jetzt hier noch so ein bisschen ausrichten, dass die beiden Ecken aufeinander treffen und dann in der Mitte platt drücken. Und das gibt diese ganz typische Milchverpackung. Einfach zudrücken, gut sein lassen. Jetzt hier die Kanten noch ein bisschen verstärken, so von wegen dem Papier zeigen. Ja, es darf sich auch hier wirklich falten. Und dann ist euer Grunddings fertig, so wie es ist. Dann machen wir mal ein bisschen Deko. Also ich habe das jetzt einfach ganz schlicht ausdekoriert. Also nicht irgendwie rundherum, sondern nur vorne. Ihr messt aus, wie groß hier die Dinger sind und schneidet dann Farbkarton zurecht. Ich habe ihn 1 cm kleiner gemacht. Das hier sind 6 x 8,5 und 6 x 5,5. Ihr könnt es aber auch einen halben Zentimeter kleiner machen, was halt bei euch harmonisch aussieht, je nachdem, was für eine Größe an Box ihr habt. Man könnte jetzt Designerpapier nehmen. Ich habe bei dem anderen Projekt zum Beispiel Designerpapier benutzt, aber man kann auch mal einfach stempeln. Mit einem Hintergrundstempel. Ich habe Stacked Stone genommen. Hier Stemperatus, da geht es am einfachsten, weil dann braucht ihr nicht die größte Stempelblockklappe, weil ihr habt ja eure Stemperatus-Platte. Also ich nehme einfach mal das größte, hier so, Hintergrundstempel so ausrichten, wie ihr es braucht. Und die Produktreihe beschäftigt sich viel mit den Farben Blütenrosa und Granit. Deswegen, ach, und Anthrazit. Deswegen dachte ich, nehmen wir doch einfach mal das Granit, wenn wir das schon haben. Der erste Durchgang ist jetzt einfach nur ganz leger, einfach um zu gucken, wo der Stempel hinkommt. Jetzt kann man nämlich hier diese Streifen, die sollen ja mit dem Stacked Stone bestempelt werden, die kann man jetzt so hier reinlegen, dass die eben genau in dem bestempelten Bereich liegen. So. Und dann einmal hier anständig den Stempel einfärben. Das kann fürs Erste zur Seite. Und dann runter und gut drücken an jede Stelle, wo ihr stempeln wollt, einmal drauf drücken. Und dann gibt es mit dem Stemperatus immer gute Ergebnisse. Die kleben jetzt wahrscheinlich am Stempel. Ah, nee, noch nicht mal. Und dann habt ihr diese coole Steinmauer hier.
das kannst du erstmal zur Seite. Was ich jetzt noch gemacht habe, ich schnapp mir mal gerade eben ein Schmierblatt. Ich hatte doch noch eins. Ich nehme noch den Stampin' Blend in Granit, in Hellgranit, weil das war mir zu krass, so schwarz auf weiß bzw. grau auf weiß. Also habe ich mir Hellgranit genommen und bin nochmal über die Stellen, wo sowieso viel von der Granitfarbe ist, bin ich nochmal drüber gegangen mit dem Marker in Granit. Einfach um die Farbe ein bisschen über zu blenden, um die Mauer noch ein bisschen realistischer, so als ob da wirklich so quasi Dreck in den Rillen ist. Und dann ist es nicht nur so schwarz auf weiß gestempelt, wenn ihr wisst, was ich meine, sondern halt mit ein bisschen Farbabstufung noch zwischendrin. Ihr seht, das ist nachher, das ist vorher. Ich finde, das sieht deutlich harmonischer aus. Deswegen hier nochmal genau das Gleiche. Überall da, wo sowieso schon viel gestempelt ist, kommt einfach ein bisschen von dem Marker drüber. Jo, so, schick. Wie gesagt, könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Ihr könnt es auch weiß lassen. Bei einem Projekt habe ich es weiß gelassen, einfach Blümchen drauf gemacht. Beim anderen, hier oben ist noch sehr viel frei. Das sieht aus wie nicht gekonnt. Da kommt auch einfach so ein bisschen Marker dran. Genau, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Was habe ich denn hier berechnet? Das sieht aus wie Topologie. So, das wäre gemacht. Das können wir auch gleich aufsetzen. Dann nehmen wir einfach mal Flüssigkleber. Wie gesagt, mein trockener Kleber ist noch nicht da. Ganz, ganz wenig, ganz leicht. Das ist ja der dünne Flüsterweiß, auf den da gestempelt wurde. Ich würde einen trockenen Kleber empfehlen. Snail oder so, also flink und fest. Und das kann man dann hier aufsetzen. Und das kann man hier aufsetzen. Und dann könnt ihr das natürlich verzieren, wie ihr wollt, je nachdem, was ihr für Stempel rumfliegen habt oder Stanzen oder auch Stanzformen. Da könnt ihr kreativ sein, wie ihr wollt. Ich habe mich jetzt bedient mit dem Set Pfingstrosenpracht hier. Da habe ich auch eine Resource-Page gemacht, fällt mir gerade ein. Ist die irgendwie gerade griffbereit? Wo sind meine Resource-Pages? Da! Tatsächlich, kann ich euch zeigen. Müsste auch auf Blütenrosa sein. Hier! Da habt ihr dieses Stempelset mit den netten Sprüchen und diese ganz detaillierten Motive, die man auch ausstanzen kann. Und eben auch diese Stanzmotive. Und ich habe mich mit dieser Blume und den drei Blättern bedient. Und eine Bordüre habt ihr auch noch drin. Nachdem die nicht ganz trivial sind zum Zusammensetzen, mache ich das einmal mit euch und zeige euch, wie das klappt. Die Blüte selber besteht aus vier Teilen. Ich habe die jetzt in Blütenrosa natürlich ausgestanzt, dass die dazu passt. Die sehen so ein bisschen kryptisch aus, aber das macht gleich alles Sinn. Was ich noch vorher mache, habe ich bei dem Beispiel nicht gemacht. Jetzt mache ich es mal. Traut euch ruhig, die ein bisschen zu zerknicken. Dann werden die nämlich einfach super schön realistisch und auch so ein bisschen Vintage. Und das passt dann irgendwie zu dieser Steinmauer, weil die ist ja auch so ein bisschen Natur, sehr organisch, sehr Vintage. Deswegen traut euch ruhig, die einmal zu knicken. Aber auch nur vorsichtig, ne, mit Gefühl, dass es euch nicht zerreißt oder so. Und dann wieder flach machen. Ihr könnt hier auch durch den Embossing-Folder altes Papier durchjagen. Dann ist das Knicken ein bisschen ein kontrollierterer Prozess, könnte man sagen. Dann reißt euch auch nichts ein. Also wenn ihr den habt, könnt ihr den ruhig benutzen. So, und der Clou an diesen Stanzformen ist jetzt einfach, die haben unten alle dieses gleiche Wellenmuster, dass man sieht, hier seht ihr, dass die immer dann perfekt aufeinander passen. Und das ist nämlich genau von dieser großen Blüte hier unten, diese Welle. Das heißt, ich fange mal an von innen nach außen. Ich nehme also das schmalste von den Stücken. Und dann gibt es hier noch so einen Blütenstängel, den habe ich einfach ausgestanzt in Granit, einfach um in den passenden Farben zu bleiben. Den steckt ihr nach ganz innen. Und zwar einfach auf eine Position, wie es euch gefällt, so zum Beispiel. Und den fixiere ich mir jetzt noch mit Abreißklebeband, weil das gerade am einfachsten ist. Also einfach so tüt und klebt. Jo, ist nett. Kann man auch abziehen. Dann klebt es gleich an der nächsten Lage. Genau. Und jetzt kommt da ein bisschen Kleber drauf. Und zwar nehmt ihr jetzt die nächstgrößere Lage und das soll hier rein, so, und unten, also das soll da genau so tief rein, bis das eben unten perfekt sich hier an diese
Quellenkante anschließt. Das heißt, da könnt ihr ein bisschen Kleber drauf machen, einfach an das Stück davor und das dann halt genau hier drauf drücken. Das ist super easy. Dann nimmt man sich das Stück, was noch eins größer ist, fummelt es hier rein und richtet es unten wieder, seht ihr, genau perfekt hier an diese Kante an. So, das heißt hier auf der Rückseite ein bisschen Kleber und dann hier unten perfekt ausrichten. Da muss man gar nicht drauf achten, dass man das irgendwie perfekt oder richtig macht, weil die Stanzformen sind so designt, dass sie einem die ganze Arbeit abnehmen. Und dann hier dran machen, da würde sich es wahrscheinlich empfehlen, hier einen Kleckskleber drauf zu machen und das dann hier reinstecken. Und auch nach dem gleichen Prinzip, so weit, bis das hier unten eben perfekt passt. Dann gut andrücken. Und hier unten machen wir auch noch ein bisschen dran. Da und da. Und dann hat sich das. Nicht zu viel, sonst haut euch das raus und schmiert alles voll. Et voilà, habt ihr eine wunderschöne Pfingstrose. Die gefällt mir echt gut und super vielschichtig. Ich habe die jetzt gar nicht bearbeitet. Man könnte die zum Beispiel auch aus Aquarellpapier ausstanzen, nachdem man das mit ein bisschen Farbe gemacht hat oder so. Oder mit Stampin' Blends noch eine Schattierung geben oder sowas, damit das noch viel mehr Tiefe hat. Das ist wunderschön, muss ich noch ausprobieren. Und ich dachte, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen eine Anfängerversion davon, die nicht gleich so over the top mit Techniken strotzt. Aber könnte man natürlich machen, sieht total klasse aus. Und die Blätter funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip. Ihr habt einfach diese großen Blattformen, die habe ich in Lindgrün ausgestanzt und dann habt ihr diese Dekorationselemente, diese Schattierungselemente, sage ich mal, die habe ich in Farngrün, also alles aus den Reihen der Pastellfarben und dann wird das einfach aufgesetzt, so wie das halt perfekt hier in die Kontur passt. Das ist auch super easy. Und dann habt ihr da auch Blatt mit Kontur. Und auch die werden ein bisschen geknickt, einfach, dass die sich mit der Pfingstrosenoptik besser ergänzen. So, ganz genau. Und dann wird das alles zusammen aufgesetzt. Wir können vorher noch oben zumachen, ein bisschen Band drum machen. Ich habe das Band aus der Produktreihe genommen. Wie heißt das? Das schimmernde Geschenkband in Granit. Das ist ein bisschen steifer, als wir es sonst kennen, wahrscheinlich wegen den Schimmerfasern da drin. Aber das bedeutet, dass die Schleife umso besser die Form hält, deswegen ist das ganz schick. Und jetzt muss man natürlich gucken, ich kriege es jetzt wahrscheinlich nicht hin, aufgrund des Vorführeffekts da eine schöne Schleife reinzumachen. Was ich zur Hilfe nehme, sind Büroklammern und ich fixiere dieses Band, wenn es hier oben einmal rumlaufen soll. Also erstens hält das die Klappe zu. Wo ist die zweite Büroklammer? Na toll, habe ich hier wieder so viel Saustall, dass ich meine zweite Büroklammer nicht finde. Na, dann wird das ohne die zweite Büroklammer gemacht. Also ich mache normalerweise zwei Büroklammern, damit ich hier oben mir das Band festhält, inklusive den Knoten, den ich reingemacht habe, bevor ich die Schleife eben draufsetze. Und dann Schleife binden. Band ist übrigens auch von beiden Seiten gleich schimmernd. Ist auch nicht bei jedem Band so. Ja, die ist jetzt nicht so schön geworden. Aber das war ja klar, ne? Also in dem Video funktioniert das nie, eine schöne Schleife zu machen. Mal gucken, ob ich es beim zweiten Mal hinkriege oder ob ich es euch rausschneiden muss. So, ich dachte, für die Interessierten und unter euch zeige ich trotzdem, wie ich die Schleife mache. Also ich habe sie nochmal andersrum geknotet. Also das lose Ende ist jetzt das, was unter der Büroklammer ist. Und es war doch richtig, wie ich das erste Mal gemacht hatte. Ich hatte es nur sehr schlampig gemacht. Also hier eine Schlaufe und dann hinten dran fummeln und gerade ziehen. Dann gibt es ein schönes Schleifchen. Ich war nur irgendwie zu schlampig beim ersten Mal. Ja, Schleifenbinden ist so ein bisschen so eine Kunst. Das muss man üben. Ich habe das viel geübt mit einfach einem Streifenband um meinen Oberschenkel oder um meine Finger oder um alles, was ich gefunden habe. Das ist nicht so, dass das irgendwie, dass da den super Geheimtrick gibt. Klar, es gibt ein paar Tipps, aber es ist einfach Übungssache zu einem gewissen Grad. Ich möchte, dass meine Bändel so rum angeschrägt sind.
Dadurch, dass das so viele Kunstfasern drin hat, lässt sich das übrigens extrem gut anschrägen und ihr müsst es auch nicht irgendwie verschließen am Ende oder versiegeln, weil das franst euch nicht aus, nachdem das ein bisschen steifer ist. Und das hält eben wirklich gut die Schleifen vor. Ich glaube, ich muss mal ein ganzes eigenes Video machen zum Schleifenbinden oder irgendwie so. Gut, was ich außerdem gemacht habe, ich habe das Saumband in Knitteroptik genommen und habe da auch so ein Stückchen abgeschnitten. So ungefähr. Weil wenn ich eine Schleife mache, sind da normalerweise mehrere Bänder mit drin. Das ist jetzt sogar immer noch ein bisschen lang. Schneiden wir nochmal was runter. Und habe das mit unter die Schleife einfach noch mit drunter gesetzt, dass es einfach ein bisschen netter aussieht. Da so. Und zwar nehme ich mir ein Mini-Glue Dot, ein Mini-Klebepunkt und mein Pixie-Tool, mein Aufhebwerkzeug. Und da, wo der Knoten ist, unter der Schleife, da setze ich den Mini-Glue Dot hin. Muss natürlich jetzt aufpassen, dass ich das nicht da reindrücke, die Schleife. Und drücke da einfach dieses Krackeband rein. Und dann hat man hier eben noch wie so einen kleinen Banner aus diesem anderen Band, der da drunter vorkommt. Dann kann man den natürlich noch drapieren, wie man möchte. Das noch ein bisschen zur Seite zum Beispiel. Und dann hat man hier noch so ein bisschen Zeugs unten raushängen. Das kann man natürlich noch machen, wie man will. Und die Schleife kann man zum Beispiel noch ein bisschen nach unten ziehen. Ja, das macht ihr dann, wie es euch gefällt, ganz nach eigenem Geschmack. So, und um die letzten Elemente noch aufzusetzen, müssen wir noch was stempeln, nämlich einen Gruß. Ich habe einfach einen Gruß aus der Pfingstrosenpracht genommen, nämlich deine Freundschaft tut einfach gut. Total niedlich, wenn man einfach was verschenkt oder so in so einer kleinen Box. Hier sieht man übrigens die Stanzform hier. Das hier sind diese Stanzformen 1, 2, 3, 4 für die Rose. Hier sind die großen Blätter. Hier sind die Detailliers-Dinger für die Blätter. So, Stempelblock drauf. Auch nochmal Granit. Und zwar einfach hier auf so ein Reststück drauf gestempelt. Und ich fand, das hat so ein bisschen die Form vom Etikett nach Maß. Deswegen habe ich die Etikett nach Maß Stanze genommen. Weil dieses Gut da, dieses G, das ragt so nach unten. Und deswegen dachte ich, passt das hier ganz gut rein. Perfekt. Ich habe es auch nochmal ausgestanzt in Blütenrosa. Das wird zerschnitten und wieder hinten dran geklebt. Das habt ihr jetzt auch schon einige Male auf dem Kanal gesehen. Ich glaube, ich habe dieses Etikett noch nie irgendwie anders verarbeitet. Ich finde Etiketten mit Bordüren richtig cool. Ob das jetzt eine Stickmusterkante ist oder noch was Geprägtes. Da sind in dem ganz meinen Geschmack-Produktpaket übrigens ganz viele tolle drin, die man hier hätte nehmen können. Aber ich dachte mal, für unsere Anfänger oder so nehmen wir mal eine Handstanze. Und dann habt ihr hier eben nochmal das Blütenrosa aufgegriffen. Und das kommt jetzt alles drauf. Und zwar natürlich auch mit Stampin' Dimensionals. Wo sind meine Dimensionals? Da. Also hier. So eins in die Mitte. Und eins nach links. Dann kann es nämlich rechts ein bisschen überstehen, über die Box. So. Und das ruhig so da oder drunter, je nachdem, wie ihr es haben wollt. Und die Blüte selbst hier, die kriegt auch einfach nochmal ein bisschen Stampin' Dimensionals hinten drauf. Und die wird einfach ganz zentral hier aufgesetzt. Und die Blätter werden dann einfach noch flach drunter geklebt. Und zwar hatte ich eins der eher größeren Blätter genommen und das auf die Seite gepackt. Und kombiniert mit dem kleinen Blatt. So. Und dieses Blatt kommt auf die Seite. Schick. Genau. Und da ruhig drüber rauskleben, das sieht ganz nett aus. Der kann noch ein Stückchen rein. Genau. Und für den allerletzten Touch habe ich noch die facettierten Glitzersteine echte Eleganz genommen, die auch in der Pfingstrosenreihe mit drin sind. Die habt ihr in drei Farben, in Klar, in Blütenrosa, in so Weiß.
schimmernd. Und ich habe tatsächlich einfach eine ganze Reihe verklebt. Nämlich so das dicke in Blütenrosa hier hin. Und das kleine weiße schimmernde obendrauf. Und ein großes weißes schimmerndes nach da unten. Die weißen schimmernden habe ich immer geguckt, dass ich die auf so grau drauf klebe, dass das besser rauskommt, der Kontrast. Und hier oben auf das Etikett habe ich natürlich den kleinen Blütenrosa genommen. Weil das G, soweit hier runter geht, ist hier oben nämlich so viel Platz. Dann habe ich hier einfach den Blütenrosa hingesetzt und die beiden klaren halt noch dazu. Also zum Beispiel den großen nach da unten und den kleinen noch mit hier hoch. Super. Und das ist es. Das ist unsere Box. Ihr wisst jetzt, wie man eine Milchverpackung, eine Milchtüte macht mit ganz eigenen Maßen. Könnt ihr modifizieren, wie ihr wollt. Ist überhaupt gar nicht schwer. Und dann einfach ein bisschen ausdekorieren. Schleifchen oben hin, ein Etikett drauf, irgendwelche Deko. Und ist gar nicht schwer. Könnt ihr mal ausprobieren. Ich zeige euch jetzt noch die weiteren Projekte, die ich gemacht habe. Erstens, mein persönlicher Favorit mit der Reihe Welt der Abenteuer habe ich gebastelt. Hier das Designerpapier benutzt. Das ist übrigens Klarsichtfolie. Also hier kann man in die Box reingucken. Es ist nur nichts drin, deswegen sieht man es nicht. Aber da habe ich einfach ein Loch ausgestanzt. Man sieht noch unten, das war eine Handstanze, mit der ich das ausgestanzt habe. Und dann einfach diese Weltkugel wieder reingeklebt. Aber man kann trotzdem durchgucken. Und eben auch mit Deko-Elementen verziert. Und das hier ist so ein Metallaccessoire. Und einfach noch mit Band. Einfach hinten dran. Das ist übrigens eine halbe Schleife, die ich auf quer geknotet habe und dann einfach den unteren nicht eingeschleift und nach oben. Also das ist quasi hier der Teil der Schleife. Also Schleife auf quer gesetzt und dann halt nur ein Schleifenbogen und die anderen einfach unten rausgucken. Dann habe ich mal ausprobiert mit der neuen In-Color-Farbe Magenta-Rot. Meine Schwester hat eine Hose in Camouflage-Optik und die ist in so Grautönen. Und ich habe da einfach mal das Magenta-Rot reingeknallt. Ist jetzt nicht meine erste Wahl. Ich weiß, manche fahren total auf das Magenta-Rot ab. Ist nicht so mein persönlicher Favorit. Mir ist ein bisschen zu quietschig. Ich würde dann einfach das Abendblau oder das Aventurin oder auch das Braun nehmen. Das sieht bestimmt toll aus. Aber ich habe mich einfach mal getraut und einfach mal Magenta-Rot reingemacht. Das ist der Hintergrundstempel Camouflage, den ich einfach an verschiedenen Stellen mit Stampin' Blends ausgemalt habe. Geht aber auch mit den Stampin' Write Markern. Und ich habe noch eins gemacht, ein sehr blumiges, ein sehr frisches, auch mit dem Magenta, das finde ich ein bisschen zu krachig, da könnte man jetzt zum Beispiel Granit in den Hintergrund setzen. Und hier mit den Blumen aus, alles Schöne und Gute, die so einen ganz krassen Tiefeneffekt haben, die finde ich sehr cool. Genau, aber an sich ist das Prinzip immer gleich, ihr könnt das jetzt machen, ihr könnt es modifizieren, wie ihr wollt, und andere Looks kreieren, andere Optiken, andere Größen. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Ihr könnt jetzt besser die Milchkartonboxen basteln. Wenn ihr das ausprobiert, wenn ihr noch weitere Kreationen davon macht, dann schickt mir unbedingt ein Bild, zum Beispiel unter den aktuellen Facebook-Eintrag posten. Dann sehen es auch die anderen Menschen und wir können uns alle gegenseitig inspirieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Video. Bis dann. You have been stempelt.